Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Es ist Winter. Die Autos haben ihre warmen Mützen aufgesetzt und machen sich auf den Weg. Zeit für einen kleinen Snack. Plätzchen. Oh. Mm-mm. Wir sind noch nicht an unserem Ziel. Oh. Ha. Scoop, wer ist denn da? Macht ihr einen Ausflug? Wir fahren in die Berge. Kommt doch auch mit. Nein. Aber in den Bergen lebt doch der fürchterregende, grässliche Schneemann. Die Autos lachen, weil es diesen fürchterregenden, grässlichen Schneemann doch gar nicht gibt. Haha, so ein Quatsch. Wir gehen. Oh. Tschüss. Tschüss. Oh, schaut mal. Leo, sind zwei gelbe Türen runtergefallen. Scoop ist schon auf dem Gipfel. Leo hat die Teile abgeladen. Ich frage mich, was sie bauen wollen. Eine Seilbahn. Sie müssen ein Drahtseil an den Stützpfeilern befestigen und Gondeln dran aufhängen. Dann können die Passagiere in den Gondeln hochfahren. Die Stützpfeiler sind an ihrem Platz. Das ist eine Gondel. Das ist eine Klemme. Sie verbindet die Gondel mit dem Drahtseil. Das ist eine Rampe. Über die Rampe können die Autos in die Gondel fahren. Das Drahtseil. Die Roboter versuchen, auf den Gipfel zu gelangen. Gar nicht so einfach. Roboter, warum helft ihr uns nicht, die Seilbahn fertig zu bauen? Prima! Sie haben noch eine Rampe gebracht und einen Steuerhebel. Die Rampe ist an ihrem Platz und die Gondel ist am Drahtseil befestigt. Scoop, schalte sie ein. Sie funktioniert. Oh, an einer der Gondeln fehlen die Türen. Das sind die Türen, die Leo benötigt. Oh, ich mach mich auf den Weg. Das ist lieb von Lea. Obwohl sie Angst hat, in die Berge zu fahren, möchte sie ihren Freunden helfen. Das so lange. Mir ist schon kalt. Oh. Die Roboter steigen in die Gondel, die keine Türen hat. Das sollten sie aber nicht. Das ist gefährlich. Scoop, stopp! Zurück! Das hätte auch schief gehen können.
Ja, das war dumm. Sucht ihr etwas? Schaut, was ich gefunden habe. Dankeschön. Und was ist mit dem furchterregenden Schneemann? Die Türen sind an ihrem Platz. Die Roboter freuen sich. Bitte zurücktreten. Und los geht's. Die Roboter fahren in der Gondel hoch. Die Fahrt mit der Seilbahn hat Spaß gemacht. Was ist denn los? Irgendwas hat die Roboter erschreckt. Sie fahren wieder runter. Komisch. Der fürchterregende Schneemann. Oh. Hab keine Angst, Lea. Das ist Scoop. Plätzchen. Roboter, ihr müsst vor dem furchterregenden Schneemann keine Angst haben. Ab auf die Piste. Schaut mal, die Roboter fahren Snowboard und die Autos fahren auch den Berg runter. Oh je, ein Berg aus Schnee. Kaboom! Die Roboter sind im Schnee gelandet. Noch zwei furchterregende Schneemänner. In den Bergen zu spielen macht Spaß. Die neue Seilbahn ist toll geworden. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das ist eine Seilbahn. Damit kann man in die Berge hochfahren und auch wieder runter. Die Seilbahn funktioniert nicht. Sie ist eingeschneit. Aber die Autos wollen doch mit der Seilbahn fahren. Das ist aber viel Schnee. Es hat die ganze Nacht geschneit. Kann man denn Skifahren, wenn die Piste so eingeschneit ist? Versuchst du, die Seilbahn einzuschalten? Oh je! Die Roboter sind unter dem Schnee begraben. Alles okay? Hey Jungs, steckt ihr fest? Scoop hat die Roboter aus dem Schnee befreit. Hallo. Das mit dem Skifahren wird heute wohl nichts. Ich habe eine Idee. Wir bauen eine Pistenraupe. Pisten? Was? Gehen wir und holen die Teile. Leo möchte eine Pistenraupe bauen. Das ist ein großes Fahrzeug, das statt Rädern Ketten hat. Die Pistenraupe kann die Schneeverwehungen von der Piste räumen und den Schnee ebnen. Dann können die Autos doch noch Skifahren. Leo hat die Teile gebracht. Lade sie ab. Ein großes schwarzes Fahrgestell. Fahrerkabine.
Fahrer Sitz. Windschutzscheibe mit Außenspiegeln. Vorderlichter und Warnleuchte. Türen. Dieses gelb-rote Teil kommt auf das Fahrgestell und daran befestigen wir eine große Rolle, also einen Zylinder. Er wird den Schnee ebnen. Kleine rote Räder. Sie sorgen dafür, dass sich die Ketten drehen. Leo, ist die Pistenraupe fertig? Der blaue Roboter macht sich an die Arbeit. Stopp! Die Pistenraupe hat den Schneehaufen nicht geebnet. Sie ist einfach in den Schneehaufen reingefahren. An der Vorderseite der Pistenraupe fehlt der Schneepflug. Komm mit, Leo! Hier müsste irgendwo ein Schneepflug sein. Prima, Lea. Mit einem Schneepflug kann die Pistenraupe den Schneehaufen aus dem Weg schieben. Das ist eine Baggerschaufel. Dieser Schneepflug ist zu klein. Da ist er! Gut gemacht, ihr beiden. Der Schneepflug wird dafür sorgen, dass die Pistenraupe nicht mehr im Schneehaufen stecken bleibt. Leo, montiere den Schneepflug. Fertig! Roboter, los geht's! Die Pistenraupe ebnet auf dem Berg den Schnee. Roboter, nach links! Und jetzt nach rechts! Die Piste ist fertig. Der Spaß kann beginnen! Leo fährt mit der Seilbahn auf den Gipfel des Berges. Das ist Lucky, Leas Hase. Hey, ja. Die Roboter fahren auf Snowboards den Hügel runter. Ich habe einen riesen Hunger. Schaut mal, der Hubschrauber bringt eine große, schwere Fracht. Was ist das? Hier gibt's Kekse. Scoop hat für alle Kekse gebacken. Was für ein toller Tag in den Bergen.